geht aber, jetzt muss ich den Titel dazu wechseln, im Panel 6 um Geografie, Geschichte und Ökonomie. Neben mir, bin ich richtig? Schon, oder? Kein Protest. Neben mir sitzen Dr. Egbert Klautke und Dr. Nikolas Berg. Ich werde beide kurz vorstellen und nur den Titel der jeweiligen Referate nennen und dann werden wir in der Reihenfolge, wie sie im Programm ist, vorangehen und hinterher diskutieren. So, Herr Klautke studierte Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie und deutsche Literatur an der Universität Heidelberg, München, Manchester und Freiburg. War 1999 bis 2001 am Mark-Bloch-Center in Berlin tätig, von 2001 bis 2005 DAAD-Lektor für deutsche Geschichte der Neuzeit an der School of Slavonic and East European Studies am University College London und ist aktuell Hochschuldozent für Kulturgeschichte Mitteleuropas. Und sein Thema wird sein Volksgeist, Rassenseele, Nationalcharakter, Fragezeichen, Rasse- und Völkerpsychologie in Deutschland. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung, Frau Ilmer, Herr Geulen. Ich versuche, mein Ehrgeiz ist tatsächlich, die Zeit einzuhalten. Es ist so geplant. Ich will ein paar Bemerkungen zum Titel machen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich den Titel Rasse im Singular und Völkerpsychologie in Deutschland genannt habe, nicht Rassen- und Völkerpsychologie. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was ich zusammenfassen will, ist die Essenz einer Studie über die Völkerpsychologie, die ich vor 2 Jahren veröffentlicht habe, an der ich sehr lange gearbeitet habe, eine Studie zur Völkerpsychologie, die mich fast zwangsweise auch zum Experten in Rassenkunde, Rassenpsychologie und Eugenik gemacht hat, da Einladungen zu Tagungen, Forschungsgruppen fast immer nur zu diesen Themen kamen, aber weniger zur Völkerpsychologie. Und dieser Umstand führt mich zu meiner Ausgangsthese, zu meiner sehr starken These, die ich bewusst zuspitzen möchte und dann im weiteren Verlauf etwas erläutern möchte, im Rückblick auf die Geschichte der Völkerpsychologie in Deutschland. Also die starke und einfache These ist, dass Völkerpsychologie nicht gleichzusetzen ist mit Rassismus. Im landläufigen und im zeitgenössischen Verständnis und nur in Deutschland wird der Begriff Völkerpsychologie verstanden. Ins Englische ist er nicht übersetzbar. Ich habe es versucht, aber habe es nicht geschafft. In diesem landläufigen Verständnis bezeichnet Völkerpsychologie simplistische, vereinfachende Vorurteile gegenüber anderen Nationen und unterscheidet sich damit kaum vom herkömmlichen Verständnis von Rassismus. Die Überlappung in diesem Verständnis ist sehr groß. Historisch betrachtet ist dieses Verständnis allerdings selbst eher eine Karikatur. Die Gründer der Völkerpsychologie in Deutschland im 19. Jahrhundert, man kann das ziemlich genau datieren, in die 1850er Jahre, der Philosoph Moritz Lazarus und der Sprachwissenschaftler Heimann Steinthal grenzten sich explizit von anthropologischen und biologischen Erklärungsversuchen menschlicher Gemeinschaften ab. Dagegen setzten sie den Volksgeist als immaterielle, historisch gewordene Kraft, die als einigendes Band der Nation wirke, und versuchten diesen, den Volksgeist, ihren Zentralbegriff, als eine komplexe Wechselwirkung zwischen Tradition, Willen und intellektuellem Erbe zu verstehen. Ihre Vision einer zukünftigen Disziplin, einer Superdisziplin der Völkerpsychologie, war ein Versuch, die Traditionen des deutschen Idealismus, und den Begriff des Volksgeistes übernahmen sie natürlich von Hegel, noch stärker waren sie der herderschen Tradition verpflichtet, also diese Tradition versuchten sie mit dem Empirismus der Naturwissenschaften zu verbinden und da
auf diese Weise quasi zu übersetzen. Sie lehnten objektive Definitionen des Volkes oder der Nation ab und betonten den Willen als notwendige Voraussetzung zur Bildung einer Nation. Ganz ähnlich wie ihr Zeitgenosse Ernest Renan, der, so wird zumindest kolportiert, vielleicht sogar bei Lazarus abgeschrieben hatte, als er seine berühmte Definition der Nation vorstellte in den 1880er Jahren. Nicht zuletzt kann Lazarus und Steinthals Völkerpsychologie auch als Ausdruck und Programm des deutschen Reformjudentums verstanden werden. Beide waren aktive Mitglieder der Berliner Gemeinden, setzten sich für die Belange der Juden in Deutschland ein, sowohl im wissenschaftlichen wie im politischen Sinne. Lazarus beispielsweise benutzte zentrale Aspekte seiner Definition des Volkes, die in den frühen Schriften zur Völkerpsychologie zu finden sind, um die antisemitischen Vorwürfe von Stöcker und Treitschke zurückzuweisen. Also hier bekam die Völkerpsychologie eine eminent politische Bedeutung. Bei aller Betonung der Wissenschaftlichkeit ist deshalb die politische Pointe ihres Konzepts auch ein Schwachpunkt ihres Konzepts, weil sich hier wiederum der Anspruch auf Objektivität mit der Funktionalisierung des Konzepts brachen. Die weitere Geschichte der Völkerpsychologie vom späten 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat gezeigt, dass diese Definition, die Vorstellung von Völkerpsychologie als einer friedlichen, humanen Wissenschaft, die gewissermaßen die Einheit in der Vielfalt der Völker und Nationen feiern sollte, Wunschdenken blieb. Das Programm der Völkerpsychologie als Wissenschaft war methodisch wenig reflektiert, also was die Sozialwissenschaftler heute Operationalisierung nennen würden, fehlte fast vollkommen. Völkerpsychologie war zu umfassend angelegt und damit im Zeitalter der zunehmenden wissenschaftlichen Spezialisierung nicht mehr anschlussfähig. Wie viele ehrgeizige Wissenschaftler vor und nach ihnen überfrachteten Lazarus und Steinthal ihre Völkerpsychologie und ließen sie damit scheitern oder damit wurde sie zum Scheitern verurteilt. Zudem, das ist auch ein wichtiger Punkt, konnten Lazarus und Steinthal trotz ihrer bewussten Opposition zu Rassen- oder rassentheoretischen oder anthropologischen Theorien essentialistischen Argumenten nicht entgehen. Genauso wenig wie der Psychologe Wilhelm Wundt, der ihr Projekt im frühen 20. Jahrhundert fortführte, aber die hochgesteckten Erwartungen ebenso wenig erfüllen konnte wie Lazarus und Steinthal. Wäre ich nicht so ehrgeizig mit meinem Zeitmanagement, würde ich Ihnen was über Wundt erzählen. Wundt ist der bekannteste Völkerpsychologe aus der Nachbarstadt Leipzig, Teil einer Leipziger Schule. Ein wichtiger, vielleicht auch unterschätzter Repräsentant des Ordinariat der Mandarinen des Kaiserreichs. Seine Völkerpsychologie besteht aus 10 massiven Bänden, also diese Backsteinbänden, die von selbst stehen, wurde trotzdem mehrfach aufgelegt, zumindest verkauft, ob gelesen, ist unklar. Aber Wundt wird in der Allgemeinliteratur aus verschiedensten Gründen, in der Literatur zur Geschichte der Psychologie, aber auch in allgemeinen historischen Darstellungen meiner Meinung nach etwas zu Unrecht übergangen. Ein wichtiger, typischer Vertreter des Professorentums im Kaiserreich. Nach Wundts Tod 1920 ist die Völkerpsychologie als Wissenschaft schnell von der Bildfläche verschwunden, trotz der erhöhten Nachfrage nach einfachen Erklärungen kollektiven Verhaltens und Empfindens in der Zwischenkriegszeit. Zunehmend bedienten nun populäre Rassentheoretiker wie Hans F. K. Günther oder Ludwig Ferdinand Clauss diese Nachfrage, und die Zugkraft der Eugenik und Rassenhygiene, über die wir schon viel gehört haben, kann hier verortet werden. Also das sind
alternative Angebote an eine entsprechende Nachfrage, die die Völkerpsychologie im Lazarus- und Wunschensinne überflügelte. Die Nationalsozialisten, und jetzt komme ich zur Schnittmenge zwischen Rasse und Völkerpsychologie, die Nationalsozialisten zeigten eher wenig Enthusiasmus für die Völkerpsychologie. Im Rassenstaat stand genauso wenig Bedarf für diesen Ansatz, für dessen Fragestellungen stattdessen Rassenpsychologie, Anthropologie und allgemein Rassenkunde zuständig waren. An die Völkerpsychologie knüpften am ehesten Versuche von Psychologen an, die die populären Theorien von Hans Günther oder Ludwig Ferdinand Clauss zu verwissenschaftlichen versuchten. Darüber hinaus war ein weniger bekannter SS-Wissenschaftler wie der Psychologe Rudolf Hippius ein Beispiel eines regimetreuen Wissenschaftlers, der während des Krieges einen Lehrstuhl für, so hieß das, Völker- und Sozialpsychologie an der Universität Prag innehatte und Forschungen betrieb, die unmittelbar in die deutsche Umsiedlungspolitik in Mittel- und Osteuropa eingriff, diese Politik informierte. Allerdings veröffentlichte der Heidelberger Psychologe Willi Hellpach, der ehemalige badische Staatspräsident und Reichstagsabgeordneter, aber eben auch ein Schüler Wundts und Professor an der Karlsruher Technischen Hochschule, 1938 eine Einführung in die Völkerpsychologie, mit der an die ältere Tradition der Völkerpsychologie von Lazarus, Steinthal und Wundt anknüpfte, diese aber gleichzeitig umdeutete, in Details, aber in wichtiger Weise, und sich damit den nationalsozialistischen Machthabern anbiederte. Ein paar Beispiele, wie dies geschah. Rasse ist nun ein, wenn nicht der wichtigste Faktor zur Erklärung des Volkes, zur Bestimmung, was das Volk denn sei. Also die Einführung in die Völkerpsychologie von Hellpach liest sich fast wie eine sehr lange Definition, was denn das Volk ist. Bei Hellpach gipfelt die Völkerentwicklung nicht mehr in der Humanität, wie bei seinem Lehrer Wundt, sondern im Volkstum, im Nationalsozialismus. Das ist nun die höchste Stufe der Menschheitsentwicklung. Auch ist das Volk nicht mehr das Resultat des Willens und Wollens seiner Mitglieder, sondern das Produkt seines Führers, des Tatmenschen. Also der voluntaristische Aspekt ist beibehalten, aber in das Führerprinzip gleichzeitig eingeführt in Hellpachs Variante der Völkerpsychologie. Entgegen späteren Behauptungen, fiel es Hellpach also sehr leicht, die Völkerpsychologie zu nazifizieren und unter Rassenkunde oder Rassenpsychologie zu subsumieren. Er kann also als ein klarer Hinweis auf die Nähe zwischen Rassen- und Völkerpsychologie dienen, allerdings nicht Identität. Nach dem Zweiten Weltkrieg verwies Hellpach sehr schnell auf den Umstand, dass seine Einführung, zuerst 1938 erschienen, von den amerikanischen Besatzungsbehörden als Lehrbuch an der Universität Heidelberg zugelassen wurde. Er sah diese als klaren Beleg dafür, dass seine Wissenschaft mit nationalsozialistischer Rassenideologie nichts zu tun habe und deutet dies als Ausweis seiner Unschuld bzw. Distanz zum Nationalsozialismus. Seine Einführung erschien dann 1954, kurz vor seinem Tod, in dritter Auflage, lediglich kosmetisch überarbeitet, also die direkten Verweise auf den ehemaligen Reichskanzler und Führer Hitler wurden gestrichen, nicht aber die zum Beispiel die starke Betonung des rassischen Elements des Volkes. Zugleich veröffentlichte Hellpach im Jahr 1954 eine eher populär gehaltene Schrift über den deutschen Charakter, die
den Niedergang der Völkerpsychologie zumindest als Wissenschaft beschleunigte. Sie gehört zur Besinnungs- und Rechtfertigungsliteratur von Wissenschaftlern und Intellektuellen aus Helpers Generation und kommt dem gängigen Verständnis von Völkerpsychologie sehr nahe, das ich eingangs erwähnt habe, also der Versuch, das Typische im Deutschen in einem Text darzustellen. Es ist diese, und damit komme ich schon zu meinem letzten größeren Punkt, es ist diese eher schwache Altersschrift von Helpach, die Ralf Dahrendorf, damals ein aufstrebender junger Soziologe, in seiner bahnbrechenden Studie zur Gesellschaft und Demokratie in Deutschland zum Ziel einer Kritik der Völkerpsychologie machte, als in der Einleitung zu diesem Band. Dahrendorf war bemüht, die Unterschiede der deutschen Geschichte, des deutschen Denkens, deutscher Traditionen im Vergleich zu den westlichen Demokratien zu erklären. Und seine Schrift sollte gewissermaßen eine nicht gerade eine Programmschrift, aber eine Zusammenfassung dessen, was dann später der Ansatz des deutschen Sonderwegs genannt werden sollte, sein. Die Frage, wie sich denn die Deutschen in ihren Traditionen vom Westen entschieden, warum die Deutschen nicht wie die Engländer sich verhalten hatten, führte Dahrendorf und viele andere aber in ein Dilemma. Zum einen galt ihm die Völkerpsychologie als ein Symptom oder gar ein Teil dessen, was er erklären und überwinden wollte, nämlich jene deutschen Traditionen, Denkweisen und Haltungen, die zum Nationalsozialismus geführt hatten, diesen zumindest ermöglicht und nicht verhindert hatten. Dafür aber benötigte er einen Begriff, der ganz ähnlich wie Volksgeist oder Nationalcharakter die typischen Eigenschaften der Deutschen beschrieb. Als Arbeitshypothese führte Dahrendorf deshalb später in seiner Studie nach etwa 200-300 Seiten den deutschen Charakter wieder ein. Vorsichtig, nur als Arbeitshypothese, aber als notwendige Hypothese, um sein Argument halten zu können. Diese Episode des Buches von Dahrendorf führt mich zu einem grundsätzlichen Problem der Völkerpsychologie nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt ihres Verschwindens und Weiterlebens. Ich habe das früher mal ein Zombie-Konzept genannt, ein untotes Konzept, keiner spricht davon, aber es ist allgegenwärtig. Was man beobachten kann, sind Übersetzungen und ein Austausch des Vokabulars der alten, ehrwürdigen, idealistischen Völkerpsychologie, die von Volksgeist oder auch bei Wundt von Volksseele spricht, in ein moderneres Vokabular, das dann als nationale Identität, als Habitus oder Mentalität herkommt. Und diese Termini aus meiner Perspektive dann als Austauschvokabular für die alte Völkerpsychologie und deren Volksgeistlehre gilt. Mir zeigt dies oder zumindest zweierlei, dass zum einen die Fragen, die von den Völkerpsychologen gestellt wurden, wenn auch nicht befriedigend beantwortet werden konnten, weiterhin aktuell sind. Hier geht es um ganz elementare soziologische Probleme der Gruppenbildung, der Abgrenzung der Wir-Gruppen zu anderen Gruppen oder auch einfach der Möglichkeit von Gesellschaft oder der Identitätsbildung, um diesen Ausdruck zu benutzen. Aber mir ist es auch wichtig, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Unterschiede und nicht nur die Gemeinsamkeiten von Völker- und Rassenpsychologie im Blick zu behalten sind. So allgemeine Fragen, die in der terminologisch weiterlebenden, untoten Völkerpsychologie uns alle in den Sozialwissenschaften oder den Geisteswissenschaften weiter beschäftigen, glaube ich, müssen getrennt werden von viel spezifischeren Rassismen oder Vorwürfen der Vereine oder eines Neorassismus. Und gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass man dann auch aufpassen muss, dass man
Versuche, kollektive Identitäten zu beschreiben oder in Habitus oder Mentalitäten, wie schwierig das auch sein mag, von Neorassismen unterscheiden sollte und diese nicht unnötigerweise in einen Topf schmeißen sollte. Soweit lasse ich das. Ich glaube, es waren 20 Minuten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Dankeschön. Herzlichen Dank. So viel zur Perspektive oder zum untoten Zustand am Schluss der Völkerpsychologie. Der nächste Bereich, der uns beschäftigen wird, ist die Nationalökonomie um 1900. Dazu der Vortrag von Nicolas Berg, Volkscharakterologie im Diskurs der Nationalökonomie um 1900. Noch ein paar Worte, wenn ich noch kann, zu Nicolas Berg. Er studierte Geschichte, Germanistik und Slawistik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 2001 promoviert mit dem Thema der Holocaust und die westdeutsche Geschichtswissenschaft, Erforschung und Erinnerung an der Universität Freiburg. Ist seit Juni 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Simon Dubnow-Institut der jüdischen Geschichte und Kultur. Seit 2003 ist er dort in leitender Funktion tätig. Und derzeit Gastprofessor am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt. Forschungsschwerpunkte sind deutsche und jüdische Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert, Antisemitismus und völkischer Nationalismus, Begriffs- und Metapherngeschichte. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank für die Einführung, für die Einladung an alle Organisatoren. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen, gerade bei diesem Thema. Mein Vortrag heißt Die Antisoziologen, Volkscharakterologie im Diskurs der Nationalökonomie um 1900. Das Verhältnis von Judentum und moderner Ökonomie war um 1900 ein Großthema intellektueller Debatten. Nicht nur im Bereich der Wirtschaftswissenschaft, sondern auch im öffentlichen Raum einer interessierten Allgemeinheit wurde in dickleibigen Büchern und in einer Flut von Artikeln und Vorträgen über Quantität, Qualität und über die Ursachen dieses Verhältnisses leidenschaftlich gestritten. In dem kurzen Text Kulturgeschichte und Kapitalismus definierte etwa Friedrich Naumann am Beginn des 20. Jahrhunderts die Aufgabe des modernen Geschichtsschreibers damit, zu erkennen, dass das Thema der geschichtlichen Untersuchung die Frage nach Wesen und Entstehung des Kapitalismus sei. Das eigentliche Problem aber bestehe nun darin, dass gar nicht sicher sei, was der Begriff Kapitalismus eigentlich bedeute. Er sei nicht fest umrissen und entbehre jeder sicheren Erklärbarkeit. Ist es, so fragte Naumann hier, eine neue, über die Erde sich hin ausbreitende Seelenstimmung der Menschen? Oder handelt es sich lediglich um eine Form der Arbeitsrechte oder der Handelsorganisationen? Oder um eine Umwandlung der Arbeit im Ganzen? Und weiter, ich zitiere, ist die Urform des kapitalistischen Menschen der Venezianer oder der calvinistische Holländer oder der vertriebene spanische Jude? Zitat Ende. Seinerzeit formierte sich die Soziologie als Antwort auf solche Fragen. Sie entdeckte das Thema und überführte es in die Sprache eines neuen beweglichen Wissenschaftszweiges. Ich erinnere nur an Georg Simmel und seine Philosophie des Geldes, an die Religionssoziologie von Max Weber oder an die Schriften von Werner Sombart, von dem gleich noch mehr zu hören wird. Man hat aus dieser Tatsache mit gutem Grund die These von der Geburt der Soziologie aus dem Geist der Kapitalismustheorie abgeleitet, entsprechende wissenschaftshistorische und wissenschaftstheoretische Darstellungen etwa von Klaus Lichtblau oder von Shiro Takabayashi haben viel für sich. Ihre Spezialforschungen zur Frühgeschichte der Soziologie in Deutschland sind im Allgemeinen, aber auch die breite Forschungsliteratur zu Max Weber im Besonderen, zuletzt etwa die Biografie von Joachim Radkau und die Kommentare und Editionen zu Weber von Eckhard Otto, der die Schriften Webers in diesem Zusammenhang
einmal mit gutem Sinn für die Pointe als Grundlegung einer Theorie der Moderne bezeichnet hat, können in unserem Zusammenhang heute nur kurz erwähnt werden. Am pointiertesten aber haben wohl Theodor W. Adorno und Max Horkheimer die soziologischen Denkfiguren dieses Dreiecksverhältnisses von Juden, Kapitalismus und Antisemitismus in Worte gefasst, als sie in der Dialektik der Aufklärung den Satz schrieben: Der bürgerliche Antisemitismus hat einen spezifisch ökonomischen Grund, die Verkleidung der Herrschaft in Produktion. Über die Juden heißt es hier in geradezu sentenzenhafter Verdichtung: Der Handel war nicht ihr Beruf, er war ihr Schicksal. Es ist die Provokation dieser Denkfigur des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzen und der Formulierung von den Juden als Kolonisatoren des Fortschritts und als kapitalistische Pioniere, das sind alles Zitate von Horkheimer Adorno, die die Sprache besonders geschickt zu handhaben wüssten, die für uns beides leisten können. Sie sind eine späte und vielleicht die beste Zusammenfassung der klassischen Topoi der damaligen Diskussion und zugleich beginnt mit ihnen auch die kritische Revision der Grundbegriffe und Grundlagen, die diesem ganzen Diskurs zugrunde liegt. Und an dieser Revision will ich auch meine heutigen Ausführungen anschließen, und zwar mit dem etwas spitzen Titel Die Antisoziologen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass den frühen soziologisch argumentierenden Historikern und Deutern des modernen Kapitalismus zwar der Thesaurus der neuen Soziologie zur Verfügung stand, die Autoren jedoch mit diesem weiter einem wissenschaftlichen Determinismus und auch Antisemitismus verfolgten, der ihnen Gruppenzuschreibungen ermöglichte, deren Entität nicht nur als absolut, sondern auch als unabänderlich, unveränderlich konzeptualisiert wurde. Anders formuliert, wenn Sie so wollen, ökonomischer. Antisemitismus ist in der Wissenschaftsgeschichte der deutschsprachigen Nationalökonomie als eine Produktivkraft zu entschlüsseln. Sie erklärt die Juden mit der Wirtschaft und die Wirtschaft mit den Juden. Darüber, wie dies im Detail geschah, aufgrund welcher Voraussetzungen, mit welchen Begriffen und mit welchen Folgen für das Thema und den Wissenszweig der Ökonomiegeschichte, möchte ich in den kommenden 15 Minuten sprechen. Im Jahr 1940 schrieb der jüdische Wirtschaftshistoriker Raphael Strauss in seinem posthum erschienenen Buch »Die Juden in Wirtschaft und Gesellschaft« eine der bis heute nachdrücklichsten Kritiken über die vermehrt seit 1900 aufkommenden Kollektivcharakteristika und Konstruktionen in der Wissenschafts- und Wirtschaftshistoriografie. Strauss attackierte das dort gängige Vorgehen, also die Tatsache, dass man in Amsterdam Handel treibe, aber 2 Kilometer landeinwärts Viehzucht und Gartenbau und das mit Charakterverschiedenheiten der jeweiligen Wirtschaftsakteure zu erklären versuchte. Die Tendenz, Kaufleute jüdisch zu nennen und ihnen auf diese Weise Produktivität abzusprechen, bezeichnete er als absurd. Doch derartige Essentialisierungen waren in der Nationalökonomie in Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht die Ausnahme, sondern die Regel geworden. Sein Text setzt sich gegen die um sich greifende, verzerrende Wahrnehmung zur Wehr, die ein grundsätzliches Wertgefälle zwischen ländlichem Ackerbau und städtischem Handel konstruierte und zu Kulturgegensätzen stilisierte. So waren die Studien von Strauss zum Warenhandel, zur Geschichte der Banken und zum Kreditgeschäft beides in einem. Sie waren Wirtschaftsgeschichte und Ideologiekritik. Immer wieder adressierte er den florierenden Shylock-Mythos und die grassierende Mystifikation der Juden im Bereich der Ökonomie. In Wahrheit, so der Autor, seien diese Vorstellungen über die Judenfrage als Wirtschaftsproblem Ausdruck von Unwissenheit und nichts anderes als handgreiflicher Nonsens. Zitat Ende. Ihre grundsätzliche Verwunderung und ihr Befremden über Kollektivkonstruktionen in den Theorien der Wirtschaftswissenschaft formulierten nicht erst jüdische Gelehrte und Wissenschaftler in den 1940er Jahren, wie Strauss oder eben Horkheimer Adorno. Bereits in der Publizistik des Firndes Jäckle, also mehr als 40 Jahre zuvor, finden sich Stimmen, die ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachten, dass sich der Antisemitismus auch in der Wissenschaft eingenistet hatte und dies nicht nur in den historischen und theologischen Fachrichtungen, sondern gerade auch in der Nationalökonomie. Der wissenschaftliche Antisemitismus, so heißt es etwa in einem Text von Ludwig Fuld aus dem Jahr 1899,
sei in allen Bereichen eine schwere Belastung für die Juden, in den volkswirtschaftlichen Disziplinen aber seien die direkten Folgen solcher Anfeindungen besonders unberechenbar, da ihr auf schnelle Anwendung zielendes Erkenntnisinteresse solche Auffassungen weiteste Verbreitung ermögliche. Auch Aurel Kolnay hat in seinem lange vergessenen Buch »The War Against the West«, das 1938 im Exil entstand, auf die fatale Bedeutung der Verknüpfung von Antisemitismus und Antikapitalismus verwiesen. Das Thema jüdische Modernität und dessen Interpretation durch die politische Ökonomie als jüdischer Kapitalismus am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt die Semantiken des Jüdischen und die damit einhergehenden Zuschreibungen in den Blick, die sich nicht nur in Texten des bekennenden Antisemitismus, sondern auch in solchen der theoretischen Nationalökonomie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wiederfinden lassen. Zuschreibung kann hier durchaus in einem wörtlichen Sinne verstanden werden. Die akademischen und öffentlichen Debatten über das Verhältnis von Kapitalismus und Juden in den je drei Jahrzehnten vor und nach 1900 lassen sich, so meine These, in besonders dichter Form über den methodischen Zugriff von Sprache und Begriffsbildung entschlüsseln. Ein solches Vorgehen geht von der Frage aus, mit Hilfe welcher Schlüsselbegriffe und Konzepte die um 1900 weit verbreitete Überzeugung von der Verursachung des modernen Kapitalismus durch die Juden zu einer, in den Worten Ludwig Flecks, wissenschaftlichen Tatsache wurde. Einer Tatsache, die durch den Glauben des Denkkollektivs, durch sprachliche Wiederholung, begriffliche Einheitlichkeit und Selbstbestätigung hergestellt wurde und mithin wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte, dagegen viel mit ihrer kulturpessimistischen Deutung und ihrer abwertenden Interpretation. Diese Grundfrage ist den wichtigsten der Kapitalismusdebatten um 1900 gemeinsam. Und meine eigenen Forschungen der letzten Jahre stellen den Versuch dar, eine systematische Verknüpfung der ökonomischen Begriffs- und Theoriebildung und der Metaphorisierung von Juden und Judentum zu leisten, wie sie sich in kanonischen Schriften der Nationalökonomie, der Staatswissenschaften und der sich daraus formierenden Soziologie eingeschrieben haben. An den jeweiligen gewählten Schlüsselbegriffen, ich nenne nur wenige sozusagen besonders wirkmächtige, Finanzkapital, Pariavolk, der Fremde, deutsche Arbeit oder auch Produktivität, kann die Entstehung eines Denkstils analysiert und zugleich seine Herkunft aus dem 19. und seine Radikalisierung im Verlauf des 20. Jahrhunderts dargelegt und untersucht werden. Deutlich wird dabei auch, wie folgenreich das Denken und die Sprache auf die zeitgenössischen Vorstellungen vom Anteil der Juden an den ökonomischen Entwicklungen der Vergangenheit und der Gegenwart einwirkten und wie sich diese Vorstellungen mitunter zu breit rezipiertem Wissen ausweiteten, Wissen in Anführungszeichen, wenn Sie so wollen, das sich im Verlauf der Zeit auch innerhalb der jüdischen Selbstkritik immer stärker verfestigen sollte. Negative Wahrnehmungen von Handel im Allgemeinen und von jüdischen Händlern im Besonderen waren schon vor dem späten 19. Jahrhundert axiomatisch. Anders als zuvor wurde in allgemeinen Darstellungen zur modernen Ökonomie um die Jahrhundertwende 1900 jedoch plötzlich bei der Erklärung der Defizite der Moderne der Rückgriff auf physiokratische Modelle in Kombination mit dem Phantasma von einer unbeschränkten Macht der Juden im Bereich von Banken, Zinsleihe und Geldhandel immer üblicher. Selbst liberale Historiker wie Franz Oppenheimer oder Lujo Brentano, der seinerzeit dezidiert gegen Werner Sombarts Buch »Die Juden und das Wirtschaftsleben« von 1911 Einspruch erhob, teilten mit Sombart einen grundsätzlichen Vorbehalt gegen die Beschleunigung der Zeit und das reale Zusammenwachsen der Welt. Dies war nicht immer mit Affekten gegen einen vermeintlich gegebenen jüdischen Wirtschaftsgeist verbunden. Bei beiden eben genannten, also Oppenheimer und auch Brentano, herrschte etwa die Überzeugung vor, in der Formulierung Oppenheimers, dass die Geschichte selbst die Juden mit, ich zitiere, unerbitterlicher Folgerichtigkeit immer wieder in den Handel hineingepresst habe, Zitat Ende. Vor allem in den Texten der historischen Schule der Nationalökonomien wurden sprachlich-metaphorische Dichotomisierungen zur Methode, etwa wenn Werner Sombart in einem Text über den kapitalistischen Unternehmer 1909 eine folgenreiche semantische Unterscheidung der beiden von ihm wesensverschiedenen Naturen von Unternehmer und Händler anbot. Der Unternehmer sei im Gegensatz zum Typus des Händlers immer noch mit dem Boden verbunden, verankere das Wolkenschiff der Gedanken durch feste Tauer im Erdreich
und ermesse stets die Notwendigkeit der Realisierung von Ideen. Man habe es deshalb mit dem Werk eines wahrhaften Geschäftsmannes und nicht nur mit dem Vertrieb eines Handlungsreisenden zu tun, wenn die wirtschaftliche Tat an das Wirkliche geknüpft sei und durch diese Verkettung zur Realisation tendiere. Erst diese Tateigenschaften des geschäftlichen Handelns im doppelten Sinne des Wortes charakterisiere den Unternehmer. Reine Handelsberufe würden gerade dies nicht kennen. Das war einer der vielen Gedanken, die Sombart von Karl Marx entlehnt, aber auf den Kopf gestellt hatte. Marx hatte zu bedenken gegeben, dass die neuen Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte sich weder aus nichts entwickelten, noch aus der Luft oder aus dem Schoß der sich selbst setzenden Idee, sondern innerhalb und gegensätzlich gegen vorhandene Entwicklungen der Produktion und überlieferte traditionelle Eigentumsverhältnisse sozusagen entstehen. Bei Sombart wurde hieraus das Bild eines Unternehmers, der eine Aufgabe zu erfüllen hat und dieser Erfüllung sein Leben opfert, der ein Verwirklichungsbedürfnis in sich trage und dafür Konstanz und Zielstrebigkeit aufbringe. Der Händler hingegen sei gleichsam jüdisch, so Sombart, ein Mensch, der keinen richtigen und eigentlichen Beruf habe, sondern nur Geschäfte mache. Er rechne deshalb beständig alle Phänomene in Geld um. Er unterscheide sich daher also auch vom Kaufmann als dem berufsmäßigen Gütervermittler, stattdessen sei er mehr spekulierender Kalkulator, das ist ein Sombart-Begriff. Seine Welt sei nur noch Markt, charakteristisch seien seine besonderen Anpassungsfähigkeit an die Welt und den Markt und dessen Geschäftigkeit. Haupttätigkeiten des Händlers seien Berechnen und Verhandeln. Im kapitalistischen System sei der Unternehmer die Konstante, der Händler sei dazu die Variable und benutze geschickt alle die sich ihm bietenden Konjunkturen, passe sich an den Verkaufsverhältnisse des Marktes an und unterscheide letztlich nicht mehr zwischen dem Verkauf von Sklaven, dem armseligen Hausieren oder der Spekulation an der Börse. Zitat Ende, Sombart 1909. Solche Typologisierungen in der Sprache und den Vergleichsbildern der Wirtschaftstheorie wurden nicht nur im Werk von Werner Sombart angestellt, doch steht es bei ihm im Zentrum, da er die trianguläre Verknüpfung von Judentum, Kapitalismus und Moderne nachgerade klassisch ausformulierte, etwa in der berüchtigten Sentenz über den Wirtschaftsstil seiner Zeit, den Sombart als geronnenen Judengeist bezeichnete. Sein Buch »Die Juden und das Wirtschaftsleben« bereitete sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg vor und zog nach seinem Erscheinen jene breite, viel diskutiert und bis heute vielfach aufgenommene Debatte nach sich. Sombarts Vorhaben war darauf ausgerichtet, die Formel vom kapitalistischen Geist, das ist die Max-Weber-Formel, als einen Schlüssel für die seelische Struktur seiner Zeit zu entfalten. Seine Definition des Begriffs kapitalistischer Geist verharrte dabei nicht nur in der bloßen Beschreibung des Status quo, sondern auf eine Vielzahl ähnlicher Schriften derselben Zeit basierend erhob er den Anspruch, eine Genesis des repräsentativen Trägers dieses Geistes vorzulegen. De facto untersucht er nicht Geist, sondern Körper. Ja, das ist sozusagen die Pointe. Er gibt dem Ideenkonstrukt Kapitalismus seinen Körper zurück und er nennt den Körper die Juden. Es ist ein ganz, ganz rekonkretisierendes Moment. Es ist nicht Abstraktion, sondern Reabstraktion oder Zurückführung in die, wenn man so will, in die Erfahrungswelt der zeitgenössischen Leserschaft. Sombart wählte also eine kollektive Entfaltungsgeschichte als Methode für sein Thema, das war sozusagen der soziologische Ansatz, doch er zielte dabei in erster Linie auf vermeintlich feste Veranlagungen von Völkern und verstand den Zusammenhang von Religion und Wirtschaftsstil zuletzt als ein Gegebenes, nicht als ein Gewordenes. Das ist das antisoziologische Element dabei. Sombarts Arbeiten sind für die antisoziologische Soziologie ein idealtypisches Beispiel. In seinen Arbeiten verwandelte er die frühe Völkerpsychologie, von der wir gerade hörten, in eine umfassende Theorie des Kapitalismus und der Moderne. Es war ein magisches Denken, noch ganz der Tradition der Charakterologie verhaftet, nun jedoch modern und zeitgemäß im sozialwissenschaftlichen, soziologischen Vokabular der bildmächtigen Nationalökonomie gefasst. Kern seiner wirtschaftsethischen Zeit- und Weltdeutung war die Sorge vor Veränderung und vor Wandel. Im Zentrum seiner mit dieser Sorge verbundenen Theorie standen die Juden.
Hinter dem zunächst schlicht, aber nur scheinbar sachlich anmutenden Titel »Die Juden und das Wirtschaftsleben« stand das ehrgeizige Projekt einer Totalinterpretation der Moderne, die er theoretisch ablehnte und als Katastrophe bezeichnete. Ein wesentliches Merkmal dieser Katastrophenhistoriografie war das Prinzip der Dichotomie. Schon in seiner Kriegsschrift »Händler und Helden« von 1915 hatte er die mit den bekannten zeitgemäßen Wertewelt maritimer Engländer und kontinentaler Deutscher gegeneinandergestellt mit den bekannten zeitgemäßen Wertungen. Aus heutiger Sicht tragen diese Gedankenfiguren mehr Ähnlichkeiten mit Gustav Freytag, der in seinem Wirtschaftsmoritat Soll und Haben von 1855 den Untergang der ständischen Welt betrauert hatte. Sombarts große Darstellungen, vor allem der moderne Kapitalismus von 1902 und eben die Juden und das Wirtschaftsleben von 1911, enthielten lange Passagen von Urbildern und Typisierungen vermeintlich jüdischer Wesenheit, stets versehen mit der Versicherung, er beschränke sich auf die Feststellung und Erklärung von Tatsachen und enthalte sich aller Werturteile. Für Sombart bestand Kapitalismus im Geldverleih. Somit verstand er die Vertreibung der Juden aus Spanien als die Geburtsstunde des Kapitalismus. Seine Erklärung hob auf die Opposition Wüsten- und Wandervolk ab, das den schwerblütigen, bodenständigen Völkern in Denken, Fühlen und Handeln diametral entgegengesetzt sei. So stand für ihn Wüste und Sand als Gegenprinzip zu Wald und Sumpf. Für jenes fand er die Bezeichnung Nomadismus, für dieses den Terminus Agrikultismus. Der Nomadismus als Prinzip erhielt von ihm auch den Namen Saharismus oder eben Judaismus, während hingegen die Analogiebildung des Gegenteils von Sombart Silvanismus getauft wurde. Und jenseits aller dieser Wissenschaftlichkeit reklamierenden Ismen, Sie können ja gar nicht hinwegtäuschen über die recht schlichten Ressentiments, die damit in Worte gefasst werden, ist das nicht zuletzt auch ein Erfolgsprinzip gewesen, seine Arbeit, dass er einfach an seine Ressentiments sozusagen die Endung Ismus hängte. Ehe ich zum Schluss komme, lassen Sie mich vielleicht ein, zwei Bemerkungen zur jüdischen Rezeption dieser Bücher machen, denn Sie können sich vorstellen, Sombart wurde gelesen, das habe ich schon gesagt, und er wurde in einer sozusagen paradoxen Begeisterung auch von jüdischen Gelehrten und Intellektuellen und Interessierten gelesen. Denn Kapitalismusdebatten im Sinne des Resonierens über die ökonomische Stellung der Juden in der modernen Welt gab es auch vor Sombart und Weber. Während in diesen Erklärungen die vermeintlich protestantische Ethik oder eben der jüdische Handelsgeist als Begründung für die Rationalisierung der Welt angeführt wurden, erteilten jüdische Historiker und Gelehrte solchen Maximen vermeintlich kollektiver jüdischer Urheberschaft sehr viel häufiger eine generelle Absage, auch dann, wenn sie historische Gründe für eine bestimmte Berufsstratifikation der Juden durchaus diskutierenswert fanden. Bereits das Buch von Ignaz Schipper reagierte 1907 in »Die Anfänge des Kapitalismus bei den abendländischen Juden« auf eine entsprechende historiografische Diskussion zur Frage einer als jüdisch charakterisierbaren modernen Wirtschaft. Noch früher, 1866, hatte Otto Stoppe ein wirtschaftsgeschichtliches Buch über die Juden im Mittelalter vorgelegt, das die desolate wirtschaftliche Lage der Juden untersuchte. Er vertrat seinerzeit die in späteren Debatten nicht nur von Schipper wiederholt in Erinnerung gerufene These, dass es die religiösen Verfolgungen in Europa waren, die die Juden zu einer spezifischen Wirtschaftstätigkeit gezwungen haben. Dieser Konsens aber, und darauf lege ich Wert, zerbrach, als nur wenige Jahre später, im Jahr 1875, der Nationalökonom und Sombart-Lehrer Wilhelm Roscher die Argumentation von Stobbe umdrehte und sagte, nicht die Verfolgungen hätten jüdisches Wirtschaftsleben bedingt, sondern dieses sei der eigentliche Grund für die Verfolgungen gewesen. Verstehen Sie? Und wenn Sie das umdrehen, dann haben Sie sozusagen auch den Antisemitismus erklärt. Ich fasse in zwei, drei Sätzen zusammen. In solchen Gegenüberstellungen ging es nicht zuletzt auch um das Aushandeln dessen, was als Arbeit geadelt wurde und was nicht. Die Bezeichnung jüdisch war zur Chiffre für die Wirtschaftssituation insgesamt geworden, zum Symbol einer grundlegenden Ökonomophobie, so hat das Wolfgang Hock genannt. In den resistenten Varianten solcher Diagnosen, deren Argumentation jenseits aller Tagespolemik einen immer materialistischeren Kern enthielt, wurden Metaphern und Wirtschaftsangst kausal miteinander verknüpft. Jüdisch
war zur Vokabel einer Wissenschaft geworden, die qualitativ und wertend zwischen Produktion und produktiver Tätigkeit auf der einen und unproduktiver Verteilung und Verkehrswirtschaft auf der anderen Seite zu unterscheiden begann. Aus der Retrospektive ist die damit verbundene Sorge vor Entseelung und Entwurzelung ein die gesamte Epoche der Industrialisierung begleitendes Phänomen. Dass die Ablehnung und Anfeindung von Juden jenseits aller theoretisch vorgenommener Ideologisierung stets auch von schlichter wirtschaftlicher Konkurrenz und Neid geprägt war, ist in der Forschung immer wieder herausgearbeitet worden. Bei aller Unterschiedlichkeit von Ansatz und Zugriff im Einzelnen haben die Arbeiten dieser antisoziologischen Soziologen deutlich gemacht, dass die Vorurteile, die den Juden in der zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert im Bereich der ökonomischen Theoriebildung entgegengebracht wurden, immer auch aktuelle Zeitdiagnosen enthielten. So wurden sie auf diese Weise zu einem festen Bestandteil der Kritik an der Moderne, indem sie Börsenfieber und Kaufrausch inkriminierten und beides jüdisch nannten. Mitunter enthielten solche Texte, ob literarisch, populärwissenschaftlich oder akademisch, in verschiedenen Varianten die Dignität ganzer Theoriegebäude über richtiges und falsches Arbeiten und Wirtschaften. Ökonomisch motiviert und ideologisch aufgeladen waren sie bereits dann, wenn sie im jüdischen Nachbar lediglich eine unliebsame Konkurrenz treffen wollten. In einem noch ursprünglicheren Sinne ökonomisch waren sie jedoch, wenn sie Juden insgesamt vorwarfen, gleichsam kollektiv den falschen, häufig als unproduktiv denunzierten Tätigkeiten im Bereich von Handel, Kommunikation und Dienstleistungen nachzugehen. Und ökonomisch waren sie auch im Grundsätzlichen, weil sie auf diese Weise Juden als Personifikationen der negativen Seiten des Industriezeitalters insgesamt darstellten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Berg. Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Also ich finde die Differenzierung, die Herr Klautke vorgenommen hat zwischen der älteren Völkerpsychologie und der Rassentheorie, sehr dankenswert und wichtig. Gleichwohl frage ich mich, ob beide Theorie-Richtungen nicht eines gemeinsam haben, was gefährlich ist, nämlich die Idee der Reinheit, der Homogenität. Ich glaube, man muss über diesen Begriff der Reinheit und der Reinlichkeit genauer und nochmal allgemein nachdenken. Ich glaube, er wird sich dieses Ziel der Reinheit findet sich, glaube ich, in vielen theoretischen Gebäuden, die letztendlich darauf hinauslaufen, Exklusion zu legitimieren. Und es ist in dieser Tagung hier schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Nationalsozialisten eine ganz brutale und einfache und versimpelte Konsequenz aus der Reinheitsideologie getroffen haben, nämlich die betroffenen Gene einfach physisch zu vernichten. Da sehe ich also, Herr Klautke, doch eine gewisse Ähnlichkeit, Familienähnlichkeit zwischen den beiden Theorielinien, die Sie mit Recht auseinandersortiert haben. Danke für die Frage. So Antworten. Zum einen, ich wollte auf die vielleicht eher übersehenen Unterschiede deutlich hinweisen, ohne die auch offensichtlichen Ähnlichkeiten, Überlappungen zu verschweigen. Also, dass man Ähnlichkeiten in diesen beiden Sichtweisen oder Ansätzen oder Wissenschaften sehen kann, das ist unbenommen. Mit Reinheit weiß ich nicht, ob da die Gemeinsamkeit am besten gefasst ist. Schauen Sie sich den Lazarus an, der schreibt als Patriot in den 1850er Jahren, als preußischer Patriot, der sich sehr die Einigung der Deutschen in einem Nationalstaat wünscht. Und da ist dann Einigkeit und Harmonie sind die Leitideen. Nicht so sehr die
Ausgrenzungen, welchen die da nicht dazugehören sollen, sondern mehr die Zusammenfassung derer. In einem bezeichnenden Unterschied zu seinen früheren Definitionen im Zuge des Berliner Antisemitismusstreits, wo einer der wesentlichen Protagonisten ist, und der dann die Rolle der, was er nennt, des jüdischen Stammes in Deutschland beschreiben soll, die also nicht ausgeschlossen werden sollen, sondern die dazugehören, da spricht er dann von der Notwendigkeit einer, wir würden es nennen, einer Pluralität, einer inneren Pluralität, die auch wiederum, vergleicht es mit den Konfessionen, die zusammenarbeiten, die Juden sind dann auch eine Konfession oder ein Stamm, also er reiht die deutschen Juden hier ein und sind in diesem Sinne für Lazarus notwendig zur Produktivität, die tragen zum Fortschritt des Volksgeistes bei, indem sie aktiv an diesem, sagen, an der Nation teilnehmen. Ja. Insofern, die Reinheit kommt da gar nicht so oft vor, aber die Einheit und die Einigkeit sicher. Ja, es sind kleine Unterschiede, aber ich glaube, diese medizinisch, almost fast bakteriologische Konnotationen von Reinheit, die sehe ich bei Lazarus nicht. So. Ja, ich habe eine Frage, die ein bisschen im Geist des vorangegangenen Panels fragt, ob wir eigentlich immer gezwungen sind, diese Differenzierungen durchzuführen bei dem Thema, wo endet genau das mit der Rasse und wo fängt das Nicht-Rasse an und so, oder ob man nicht vielleicht umgekehrt mal sagen sollte, rassenaffines Denken, ich nenne es jetzt mal so, ist seit einer ganzen Weile unter uns. Und es wird es auch eine ganze Weile sein. Und vielleicht sollten wir danach fragen, was ist eigentlich seine Funktion innerhalb dieser unserer sozusagen eigenen Kulturgeschichte, wenn man so sagen. Und gerade in diesem Fall, die in beiden Vorträgen jetzt hier, die Fälle, die in diesen beiden Vorträgen behandelt worden sind. Denn, also, wieso ist das antisoziologisch? Nur weil es antisemitisch ist. Also, das weiß ich noch nicht, ob sozusagen diese Unterscheidung, warum ist das antisoziologisch? Ich glaube, die Soziologie, warum macht man gerade bei der Soziologie, aber auch bei der Psychologie, ich meine, das sind ja alles Disziplinen, die entstanden sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Reaktion auf sozusagen gesellschaftliche Transformationsprozesse, die von den älteren Denkmodellen, Historismus und so weiter nicht mehr aufgefangen werden konnten. Und jetzt ging es neu los und sie alle zeichneten sich dadurch aus, weg vom hermeneutischen Denken hin zum naturwissenschaftlichen Denken. Das ist doch eigentlich kein Wunder, dass der sozusagen rassenaffines Denken oder Rassenbegriff oder wie immer, oder auch Volk oder auch, ja, aber dass dieses, ich nenne es jetzt mal biopolitische Denken mit Foucault, sozusagen ganz nah lag die ganze Zeit und fundamental wichtig war. Und das zieht sich ja gewissermaßen durch. Gustave Le Bon, Massenpsychologie, der erste Satz, jedenfalls in der deutschen Version, lautet: Früher habe ich über die Rassenseele nachgedacht, jetzt schreibe ich über die Massenseele, also einfach zack. Dann, wenn ich mich recht erinnere, hat es doch mal diesen Text von Werner Conze gegeben, 1944 geschrieben, wo er immer von Volk sprach, 1950 oder so dann tatsächlich publiziert, Volk durch Gesellschaft ersetzt. Ich erinnere an die unser Fach betreffende Debatte Sozialgeschichte, Volksgeschichte. Das heißt, wir haben massenhaft an Phänomenen, wo gewissermaßen gerade das moderne 20. Jahrhundert gesellschaftliche, soziologische Denken ständig auch in diesen Bereich mit reinfließt und ihn rezipiert. Und da frage ich mich manchmal, ist es jetzt unsere Aufgabe, sozusagen schön säuberlich immer das zu trennen, oder sollte man nicht überlegen, okay, was ist die Funktion des Ganzen? Also wo wird es wirklich gefährlich oder wo gehört es vielleicht auch einfach dazu und wo hat selbst der Begriff der Gesellschaft oder das soziologische Denken selber sowieso schon sozusagen eine Herkunft, die damit zu tun hat? Das ist so ein Michel Foucault würde in diese Richtung ein bisschen. Vielen Dank, Christian. Ich habe ein bisschen versucht, die Art der Herstellung solcher Textlogiken am Beispiel von Sombarts Unternehmer. Was ist ein kapitalistischer Unternehmer? Und dann arbeitet er sich, und zwar über Seiten daran ab, sozusagen Unterscheidungen
vorzunehmen, mehr als nachzuweisen, also nicht Unterscheidungen herauszuarbeiten, sondern sie regelrecht zu setzen, indem er dann im Grunde genommen ein Gegenbild zu dem schafft, was er dann, das ist, was ich dichotomische Methode oder Herangehensweise genannt habe, und insofern eben antisoziologisch als für mein Verständnis zur Soziologie letztlich eine Beweglichkeit gehört, dass die Leute, die sich Soziologen nennen oder ihre Arbeit als soziologisch bezeichnen, sind daran interessiert, wie etwas wird und sich ändert oder wie etwas sich ändert. Ja, das haben sie gemeinsam. Die einen sozusagen stärker auf Gesellschaft, die anderen quasi noch stärker diachrone Zeiträume hinweg. Antisoziologisch nenne ich, indem man sich sozusagen der Soziologiesprache bedient, um dann eine Entität hochzuhalten, die unveränderlich ist, ja? Also sozusagen der Jude in diesem Kollektivsingular. Das ist vielleicht das Frappanteste. Und jetzt vielleicht noch eine Differenzierung, die nicht so sehr, das finde ich interessant, dieser Kommentar in der Frage, den fand ich sehr interessant. Ich habe tatsächlich eher Schwierigkeiten zu zeigen, wo das soziologische Element, was bei Sombart ja immer mitschwingt, umschlägt in ein antisoziologisches. Das war sozusagen meine Metapher, um da gegen den Stachel zu löcken oder auch um Klarheit zu schaffen für meine Beschäftigung mit dem Thema oder für unsere Diskussion. Abgesehen davon, dass er seine Positionen stark ändert, von 1902 auf 1906, auf 1911 und dann nach dem Ersten Weltkrieg, das ist eine eigene, sozusagen der Sombart-Forschung zu überantwortende eigene Problematik. Die andere ist die Konkurrenzsituation, in der er steht mit Weber, das ist wiederum eine interessante Frage. Aber tatsächlich, ich kann den Umschlagpunkt nicht immer genau feststellen. Es ist oft hochliterarisch, es ist ja manchmal mehr Zola als Durkheim. Ja? Es ist, wenn, dann eher, dass er die Sprache dafür benutzt und Literarisierung und Metaphorisierung vornimmt. Und ich meine, diese Unterscheidung von Kaufmann und Händler, die Einzug gehalten hat in die hochakademische Nationalökonomie, die kann einen doch heute nur noch sozusagen frappierend zurücklassen, wie als würden wir sozusagen durch diese Wunderkammern der ethnologischen Museen laufen und uns angucken, wie die Leute damals Welt ausgestellt haben. Ja? So ähnlich geht es mir dann beim Lesen dieser Texte. Nicht bei allen natürlich, und es ist immer noch, und dazu kommt jetzt noch was, was ich Differenzierung nenne, die wichtig ist. Und dieser kleine Passus über die jüdische Rezeption von Sombart gehörte mit hinein in den Vortrag, denn die Begeisterung, dass ein nichtjüdischer Gelehrter von Rang aus der Berliner Universität sozusagen den Juden eine bedeutende Rolle im Entwicklungsgang der Moderne zuschreibt, das war erstmal unabhängig von den Details, die dann natürlich auch zur Sprache kamen, erst einmal eine Auszeichnung, ja, dass man das nicht selber sagen musste, sondern tatsächlich es gibt Kritik sowohl von der assimilierten sozusagen jüdischen Seite als auch vom Zionismus, aber wenn Sie genau hingucken, sind die modernen deutschen Juden, die das lesen, begeistert und sagen, genau das ist unser Anteil, wir sind ein Ferment und sozusagen beschleunigen etwas, was sowieso passiert. Sie haben sich nicht falsch beschrieben gesehen in der berühmten Formulierung von Mommsen aus dem Berliner Antisemitismusstreit, der als ihr Verteidiger auftrat gegen Treitschke und den wir heute kritischer sehen als die Zeitgenossen, auch die jüdischen Zeitgenossen zu seiner Zeit. Und sie haben sich im ersten Kapitel von Sombarts Buch auch nicht falsch beschrieben gesehen, als er breit ausbreitet und zwar auf jüdische Quellen, auf jüdische Lexika basierend, auf jüdische Forschungen, also auf der Wissenschaft des Judentums, auf ein paar Titel habe ich genannt, wo überall jüdisches Genie, ja, jüdischer Volksgeist in der damaligen Terminologie sichtbar wird. Dass er überschießt hier, dass er sozusagen alles
kausalisiert bis hin zur Groteske, ist wieder auf einem anderen Blatt. Aber diesen ersten Teil, den fanden jüdische Leser damals vorzüglich. Und dann kommt der zweite, der das erklärt, und der dritte, der das quasi essentialisiert, und dann ist es die jüdische Ethik und die jüdische Religion. Und zwar über alle Zeiten und Orte hinweg. Und das ist mit Soziologie nicht mehr zu fassen. Das ist Antisoziologie in einem Buch. Ja. Herr Bogdal. Ich habe also drei Fragen und eine Bemerkung. Zwei Fragen zu Ihnen. Ich mache es jetzt auch ganz kurz. Also man hat ja deutlich gesehen, bestimmtes Wissen wird ja in eine Gesellschaft eingespeist, und ich denke, die Völkerpsychologie hat ja ein bestimmtes Wissen, an dem ein großes Interesse war, jetzt auf eine bestimmte Art und Weise auch popularisierend eingespeist, nicht? Und von daher wäre also eine meiner Fragen, ist das sozusagen noch heute ein Wissensarchiv für Völkerstereotypen und Vorurteile, was da gesammelt worden ist? Sozusagen gibt es da eine Tradierung, nicht im akademischen Bereich, ne, sozusagen in dem Bereich, das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und die zweite ist jetzt eher eine fachliche Frage, also gibt es wirklich auch dann wissenschaftsgeschichtlich Filiationen, Verbindungen zur Mentalitätsgeschichte, französischen Mentalitätsgeschichte? Das sind die beiden Fragen. Dann zu Ihnen, die Frage kommt gleich, erstmal eine Bemerkung, also Sie haben das aber schon angedeutet, ich glaube, dass sozusagen das Thema Juden und Ökonomie, dass der Diskurs eigentlich, der Hauptdiskurs, in dem das stattfindet, gar nicht die Nationalökonomie ist, sondern die Literatur. Mhm. Das, Sie haben ja auf Solar angedeutet, wir können jetzt Heinrich Mann, Thomas Mann und so weiter nennen, also nicht, wir haben ja also einen ganzen Bereich, in dem das jetzt dargestellt wird, und ich will es in einem vielleicht unbekannten Beispiel nur ganz kurz eben sagen, also es gibt ein Roman von Paul Keller, Ferien vom Ich heißt der. Paul Keller wird übrigens in der Liga von Thomas Mann gehandelt, lange Zeit. Und erzähle das deshalb, weil dieser Film in den 50er Jahren nochmal wieder verfilmt wird. In den 50er Jahren verfilmt wird. Und das ist ein Roman, der also vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist. In Ferien vom Ich zeigt eine Gesellschaft, die entfremdet ist, die erschöpft ist, die nervös ist und die eigentlich auch ihre Sinnorientierung verloren hat, also so eine Fin de Siècle-Gesellschaft eigentlich, und sie ist jüdisch. Und regeneriert sie sich? Also sie regeneriert sich in Kurorten, und das ist dann der Ort, wo dann die jüdischen Kommerzienräte und ihre Gattinnen sich dann wieder eigentlich auf eine unproduktive Weise erholen, indem sie sich da bedienen lassen und so weiter, also in diesem Kurort spazieren gehen, wieder am Abend Musik gutieren und so weiter. Und dann gibt es aber eben diese Geschichte, dass jemand auf die Idee kommt, wir könnten Ferien vom Ich auch anders machen, und der gründet sozusagen in der Nähe dieses Kurortes eine andere Kureinrichtung, und in der deutlich dann die Deutschen hingehen, in der arbeitet man. Der findet man zu sich selbst, indem man produktiv ist, indem man Gartenarbeit macht, indem man organisiert und so weiter. Also das ist eigentlich ganz auffällig, und auf diese Weise wieder zu sich selbst findet. Also Heilung findet dort statt, Heilung von den Gebrechen der Zeit, physiokratisch gedacht mit der Erde, nicht? Also da baut man was an, und das kann man auch ernten, und das spielt auch wirtschaftlich eine Rolle, denn die haben Schwierigkeiten, sich zu tragen da in dem Heim und so. Die müssen auch gucken, dass sie sich selbst ernähren, ne? Also das müssen sie selbst alles machen, so diese Modelle, die wir eigentlich alle kennen, nicht? Und es findet wirklich Heilung statt, aber es taucht eine jüdische Figur auf, die das durcheinander bringt, und die wird ausgeschlossen dann Das ist das Narrativ, sonst funktioniert das alles nicht. Das ist diejenige Figur, die das ganze System wieder zum Zusammenbruch bringt, nicht? Und das finde ich wollte ich nur einmal hinweisen, nicht, darauf. Danke. Also das ist so eine Geschichte, die auch von Sommer sein könnte, aber von einem Autor namens Paul Keller ist. Meine Frage ist jetzt, geht in eine ganz andere Richtung, wie gehen die Nationalökonomen mit solchen Figuren wie Rathenau um? Nicht, das ist ja sozusagen, das passt ja nicht in ihr Schema. Wir haben einen produktiven, tätigen Juden. Also wie gehen Sie damit um? Ich fange mal an. Also die erste Frage, ob die Völkerpsychologie ein Fundus ist, ob sozusagen sich da Leute daraus bedienen. Ich habe die
obwohl die beiden, meine beiden Themen von der Dissertation in diesem Buch nicht so direkt was miteinander zu tun haben, sie haben natürlich indirekt zu tun. Also ich habe über Amerikanisierung, Anti-Amerikanismus in Deutschland und Frankreich geschrieben, als Promotionsarbeit, war frappiert von der Stabilität der Stereotype, der Wahrnehmung, der weiten Verbreitung, des Immergleichen und habe naiv gedacht, die haben alle irgendwo nachgeschaut, die haben alle Völkerpsychologie gelesen, die haben irgendwo die gleiche Quelle und die wissen, wie man das macht und da sozusagen hat mein Interesse für Völkerpsychologie angefangen. Ich glaube aber die Stabilität von solchen Bildern und Stereotypen, die kommt eher aus der Literatur, die kommt aus populären Bändern, die kommt aus dem Hörensagen heutzutage, aus der Sportberichterstattung oder Reiseliteratur und Kochbüchern und so weiter. Zweites, die Völkerpsychologen selbst, die ich untersucht habe, haben immer ganz besonders Wert darauf gelegt, dass sie sich von den Literaten unterscheiden, die eben solche Reiseliteratur oder Pamphlete schreiben. Sie wollten die Völkerpsychologie als Wissenschaft betreiben. Und die wird auch so definiert. Es geht eben nicht um das Auflisten von Eigenschaften der Völker. Sie finden keine Kataloge, wie der Engländer und der Franzose und der Deutsche sich verhält, fühlt, denkt, sondern Programme, und es bleiben Programme, wie man das denn erforscht und welche Informationen aus welchen Wissenschaften wie zu diesem Gesamtprodukt Völkerpsychologie zusammengestellt werden. Also da glaube ich nicht, dass die in Völkerpsychologie im wissenschaftlichen Sinne die Quelle der nationalen Stereotype sei. Völkerpsychologie und Mentalitätsgeschichte, ja, das gibt's. Also es gibt eine breite französische Rezeption der frühen Völkerpsychologie, vor allen Dingen von Wundt, auch von Lazarus und Steinthal. Zum Beispiel der französische Wundt ist Théodule Ribaud, kommentiert sowohl die deutsche wie die zeitgenössische britische Psychologie, versucht die in Frankreich einzubringen. Es gibt einen mehr populären Historiker, der dann sowas wie französische Völkerpsychologie schreibt, Alfred Fouillet, aber vor allen Dingen ist die Dürkheim-Schule ganz stark an Wundt interessiert. Dürkheim war ein Student in Leipzig, der ist in seinen jungen Jahren sehr begeistert von Wundt, rezipiert Wundt ganz aktiv, auch Marcel Mauss schreibt Rezensionen über Wundtsche Schriften. Und aus dem Zusammenhang können Sie dann von Dürkheim und Wundt können Sie dann in die frühe Anal-Verbindung finden. Also das ist da. Geulen hat den Le Bon genannt. Das ist vielleicht auch noch, hier kann man noch mal einwenden, das ist natürlich der berühmteste Name aus diesem Umfeld, als der Massenpsychologe, auch furchtbar erfolgreich in Deutschland, gern gelesen von Sombart. Aber der Le Bon ist natürlich bekannt als Rassist. Und Alfred Fouillet zum Beispiel liest den Lazarus gegen Le Bon. Sagt, ja, natürlich müssen wir den Volksgeist, den Esprit de la Nation müssen wir verstehen und analysieren, aber nicht mit diesen mit der antidemokratischen, rassistischen Methode von Le Bon, sondern wir können das ja so machen wie die Völkerpsychologen in Deutschland. Also da hat man auch ein weiteres Argument für mein Beharren auf den Unterschieden zwischen den Rassentheorien und der Völkerpsychologie. Herzlichen Dank für die Bemerkung zu Paul Keller, dessen Buch ich nicht kannte. Aber sonst ist es völlig richtig, dass die Literatur ein breiter, vorbereitender und auch popularisierender Strom ist, der sich sozusagen in diesem Ganzen, aus dem sich die Wissenschaft bedient und der wiederum die Wissenschaft aufnimmt. Also ich habe natürlich, Freitag genannt, das ist wahrscheinlich für das Thema, was ich jetzt hier vorgestellt habe, der wichtigste literarische Name, aber es ein Aperçu sei mir gegönnt, also Thomas Mann, Heinrich Mann auch, aber Thomas Mann hat in der Tat ernsthaft und ohne ironisches Augenzwinkern sozusagen etwas wie das Erfindungsimprint für den Terminus kapitalistischer Geist für seine Buddenbrooks gegenüber Max Weber reklamiert in Briefen und Schriften.
Das gibt es, wenn Sie in die Thomas-Mann-Forschung gucken, finden Sie, dass er da großen Wert drauf legt, dass er ein Stück früher war als Weber. Und das stimmt auch. Ja, ja, also abgesehen davon, dass es wichtig, interessant ist, dass er das wichtig findet, ist es auch faktisch richtig. Es ist tatsächlich, das müssten jetzt nochmal Leute sagen, die es noch besser wissen, ob sich nicht Weber, also nicht nur auf seine Amerikareise, sondern eben auch in der Literatur zu solchen Großinterpretationen ermutigt gefühlt hat. Und dann würde ich gerne das Stichwort Nervosität nochmal kurz aufnehmen. Das ganz kurz nur das Buch vor allen Dingen von Radkau empfehlen, was diesen ganzen Zusammenhang eben auch im Zusammenhang darstellt und deswegen sehr, sehr gut ist. Und er hat es dort als, glaube ich, ein Kapitel, jüdische Nervosität, aber es ist so weit vorne das Kapitel, dass man es schon auch wie aufs ganze Buch beziehen kann. Es ist faktisch eine sozusagen die Krankheit der Moderne ist jüdisch konnotiert. Und alle haben es, ja, auch Nichtjuden. Also sozusagen, es ist eine metaphorische Infektion. Ja, das haben auch Telefontypistinnen und Fahrradfahrer und der Lärm und so weiter und alle sind infiziert. Und das Letzte, was ich vielleicht noch als Dreieckskommentar zu der Frage an Egbert Klautke sagen wollte, wofür ist die frühe Völkerpsychologie ein Archiv vielleicht für uns heute oder wahrscheinlich weniger für so eine Darstellung, wie sich Franzosen von Engländern oder Deutschen unterscheiden, aber es ist im Grunde genommen eine umfassende Sprachwissenschaft im weitesten Sinne. Also das ist, du musst es sozusagen korrigieren, wenn ich jetzt überziehe, aber es ist im Grunde eine saussurische Sprechakttheorie schon, avant la lettre. Also die interessieren sich nicht nur für Philologie und Phonetik, sondern eben auch für Soziolinguistik und für Semantik und Hermeneutik und für Gesten des Errötens und so weiter und so weiter. Das ist Saussure avant la lettre und es ist auch eine Gedächtnistheorie. Es ist Halbwachs avant la lettre. Also die ganz frühe, also Lazarus Steintalsche Völkerpsychologie führt sozusagen den Namen, aber führt im Grunde genommen zu diesen Büchern hin, die den Namen gar nicht mehr haben. Ja, es gibt eher einen Bruch zu Wundt und dann zu Hellbach und zu den anderen, obwohl die den Namen fortführen. Das ist das etwas Vertrackte, wir haben uns schon darüber unterhalten, an diesem Begriff Völkerpsychologie, sozusagen mündlich gesprochen würde ich sagen, sie haben den falschen Begriff gewählt für ihr großes Unternehmen. Aber es gibt keinen besseren, also man könnte es Sozialpsychologie nennen, das haben dann die Franzosen gemacht und darunter läuft es ja letzten Endes noch bis heute. Es hängt alles am Volk. Ich wollte nur sagen, der de Saussure war auch ein Student von Steintal. Also da gibt es auch eine direkte Verbindung. Steintal ist durchaus auch als Linguist, so wie ich das überblicken kann, anerkannt, stärker als der Lazarus als Philosoph. Der gilt ein bisschen als Popularisator, aber der Steintal ist doch ein sehr anerkannter, angesehener Linguist und Sprachwissenschaftler. Und in dem Zusammenhang, vielleicht sollte man den Georg Simmel nennen. Ja? Also der bei Simmel, das ist ein Schüler von Lazarus und Steintal, da sind Begriffe, die direkt aus der Völkerpsychologie kommen, an prominenter Stelle zu finden. Objektive Kultur, Wechselwirkung und Ähnliches, die werden umgedeutet, die werden adaptiert. Es gibt auch entscheidende Unterschiede zwischen Simmel und seinen Lehrern. Das hat aber mit der generationellen Haltung und anderen politischen Sachen zu tun. Aber es gibt eben diese Völkerpsychologie, die wirkt in vielerlei Hinsicht. Herr Zorn, ich hatte noch vergessen, auf die Rathenau-Frage zu antworten und deswegen ganz kurz noch einen Satz dazu. Rathenau ist ein riesiges Forschungsthema, aber ich mache es ganz kurz. Er hat nicht so viel Schwierigkeit dir gemacht, denn die Rhetorik, also wenn man Rathenau mal liest, die Rhetorik ist eher Sombartsch
als Antisomatsch. Also er hat sich sozusagen wie mit einem Schutzmantel umgeben, indem er diese Gedanken zur Zeit, wenn man solche Sachen liest von ihm, von 1922, aber auch alle Reden und früheren Essays, dann sind die sozusagen einem Denken verpflichtet, dem er sich faktisch selbst gar nicht mehr unterstellt, ja, beruflich sozusagen als Unternehmer. Das geht auseinander, nun nicht nur bei Rathenau, aber bei Rathenau ist es halt markant zu studieren. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die würde ich gerne zusammengefasst nehmen, wenn es Ihnen recht ist, und Ihnen dann nochmal die Möglichkeit zur Replik geben, und dann müssten wir, glaube ich, auch schließen, weil wir um 17.30 Uhr enden wollten, sage ich jetzt schon mal. Gut, das war immer, dann schon beantwortet, dann haben wir nur noch zwei. Bitte schön, und dann Herr Tanner noch. Vielen Dank für die beiden Vorträge. Nikolas, ich finde, du hast in deiner Antwort auf Christian einen ganz wichtigen Punkt gemacht, den ich nochmal betonen möchte. Du hast gesagt, es geht um die Veränderlichkeit. Und die Frage ist jeweils, in welchem Zeitraum wird Veränderlichkeit angenommen? Und das greift auf das zurück, was ich vorhin Determinismus genannt habe, ob es nun ein kultureller oder ein sozialer oder ein biologischer Determinismus ist. Ich denke, Determinismus heißt, dass der Zeitraum der Veränderung extrem lang angesetzt wird. Es dauert einfach Ewigkeiten, viele, viele, viele Generationen, bis Veränderung auftritt. Die Rassenforscher haben alle auch angenommen, dass Rassen sich verändern, nur sie haben eben diesen Zeitraum extrem groß gemacht. Was ist der Vorteil von so einem Determinismus? Für die Wissenschaftler ist der Vorteil, dass sie stabile Gruppen haben, die sie überprüfbar immer wieder beforschen können oder zu können glauben. Also sie können immer wieder zurück und sagen, nee, diese Gruppen sind über die lange Zeit stabil, wir haben hier ein stabiles Forschungsobjekt. Für Individuen ist es angenehmer, sich stabil zu identifizieren und zu sagen, das ist eine Identifikation, die kann mir niemand wegnehmen. Und für Politiker ist es angenehm zu wissen, diese Gruppe wird so bleiben. Das heißt, sie ist eine ideale Target Group für alle politischen Maßnahmen. Ich glaube, darin liegt das Besondere. Vielen Dank. Meine Frage ist vielleicht zu kompliziert für die letzte, aber ich stelle sie trotzdem. Diese ganze Problematik der Begrifflichkeiten, wie sich das entwickelt. Ich meine, man hat, der Geist hat gut überlebt, oder? Mit den Geisteswissenschaften ist aber in anderer Hinsicht eigentlich ein Auslaufmodell gewesen. Völkerpsychologie, das hat sich dann irgendwie vaporisiert in verschiedene andere Bestrebungen. Soziologie, Nationalökonomie ist voll präsent. Und das ist ja deswegen spannend, weil wir auch beim Rassebegriff uns überlegen, ja, welche sind historische Konzepte, die mal einen Geltungsanspruch haben und heute eben nicht mehr, sollen wir sie noch verwenden? Bei Soziologie, Nationalökonomie stellt sich die Frage gar nicht. Aber da stellen wir trotzdem ein Spannendes fest, dass es ja bei Marx war es politische Ökonomie. Und dann kommt plötzlich dieses Reden von Nationalökonomie und dann von Volkswirtschaft, dann wird das sozusagen fast völkisch aufgeladen, das ist aber überhaupt nicht fixiert, sondern lockert sich dann wieder in ganz andere Theoriebezüge rein. Heißt aber immer so, man studiert Volkswirtschaftslehre, bis heute kann man das sagen. Bei der Soziologie war das viel volatiler. Es gibt eine Studie für die Schweiz, da gab es eine Soziologie, so zu Zeiten Durkheims, ausgehend des 19. Jahrhunderts, und die wurde vollständig abgeräumt durch die Antisoziologen. Also da ging es sozusagen der Disziplin ans Mark. Die wurde eben assoziiert mit Jüdisch, mit Ausländer, die da irgendwie eine Disziplin betreiben, die man für einen richtigen Nationalstaat eigentlich nicht braucht. Und das dauerte sehr lange, bis dann in der Nachkriegszeit mit René König und solchen Figuren wieder so etwas in eine anständige Soziologie aufkam. Also da haben wir aber dann nachher einen richtigen Boom erlebt. Also die Frage wäre etwas, also wie kann man eigentlich historische Geltungsansprüche von Konzepten und Begriffen analysieren und was heißt das, wenn etwas überlebt, im Unterschied zu all jenen, die sozusagen einfach verloren gehen unterwegs? Nur ein Satz zu dem sehr schönen Kommentar, den ich sehr viel abgewinne.
tatsächlich kann man bei Sombart, dem späten Sombart der 30er Jahre, der ja bekanntermaßen dann auch seine Anschlussfähigkeit an den Nationalsozialismus überprüft und freudig feststellt, dass es eine Menge gibt, dann auch lesen, dass er für ökonomische Autarkie ist. Also der hat sich sozusagen selbst beim Wort genommen. Ja, dieser Großdenker sozusagen der deutschsprachigen politischen Ökonomie hat das Wort Volkswirtschaft oder Nationalökonomie wörtlich genommen und hat gesagt, das ist ein Projekt von Deutschen für Deutsche und an der Grenze machen wir Schluss. Und wenn wir dann kein Eisen haben, dann müssen wir es anders machen. Also das war natürlich nicht die Politik der Nazis, aber die Ideologie. Autarkie ist sozusagen ein Wert an sich. Also da folgt quasi die Konsequenz aus einem solchen Denken, weil der Internationalismus war von Weltwirtschaft und erste oder zweite Globalisierung war von übel. Und insofern nehmen Sie sich selbst beim Wort hier. Also mein Eindruck, Herr Tanner, auf die komplexe Frage am Schluss war, die Antwort ist eine gute Frage. Damit einen guten Abend auch gleich. Danke fürs Mitdiskutieren, für die Vorträge, für Ihre Beiträge. Wir sehen uns morgen wieder hier in diesem Theater um 9 Uhr und werden dann die ganz einfache Frage in 2 Stunden beantworten, wie man das jetzt alles in der Ausstellung umsetzt. 3 Minuten.